Seit 7 Jahren halten ihre Beine sie wach. Jahre mit durchgemachten Nächten. Schlafentzug wird nicht umsonst als Folter beschrieben. Tanja Reiter leidet am Restless-Legs-Syndrom, zu Deutsch ruhelose Beine. Die werden aktiv, wenn sie sich abends hinlegen will. Man muss aufstehen, die Beine wollen sich bewegen. Und so findet man halt überhaupt keinen Schlaf mehr. Und das eben über Wochen, Monate. Man kann sich nicht mehr konzentrieren, gar nichts mehr. Also die einfachsten Sachen gehen nicht mehr. Tanja Reiter ist nicht ihr richtiger Name. Sie möchte anonym bleiben, weil sie fürchtet, als Drogensüchtige abgestempelt zu werden. Seit rund einem Jahr nimmt die junge Frau Cannabis gegen die Symptome. Denn klassische Medikamente hatten Nebenwirkungen, machten sie sogar aggressiv. Seit 2017 dürfen Ärzte in solchen Fällen Cannabis verschreiben. Das Medikament ist ganz sicher kein Medikament der ersten Wahl, auch nicht der zweiten Wahl. Aber immer dann, wenn andere Therapieformen nicht funktionieren, nicht genügend Symptome lindern oder mit starken Nebenwirkungen einhergehen oder auch aus anderen Gründen nicht in Frage kommen, dann macht es Sinn. Der Arzt hat sich mit seinem Unternehmen auf Cannabis-Therapie spezialisiert und betreibt seit Anfang September eine Praxis in Kassel. In Frage kommen zum Beispiel Menschen mit chronischen Schmerzen. Die Kostenübernahme durch gesetzliche Krankenkassen ist prinzipiell möglich, es gibt aber hohe Hürden. Was ich mitkriege von Kollegen ist, dass es einen sehr großen bürokratischen Aufwand hat, weil man erstmal einen Antrag stellen muss, wo auch nach wissenschaftlicher Evidenz gefragt wird etc., um überhaupt einen Therapieversuch zu initiieren. Sein Angebot richtet sich daher an Selbstzahler. Für das Cannabis und die obligatorische Sprechstunde nimmt Tanja Reiter rund 350 Euro monatlich in die Hand. Bei anderen Ärzten sei sie abgelehnt worden. Wie ein Drogenabhängiger wurde ich teilweise behandelt, wie jemand, der da irgendwie betteln geht, dass er irgendwelche Drogen verschrieben bekommt. Und ich wollte es letztendlich nur mal testen, ob es vielleicht hilft. Tatsächlich ist die Wirksamkeit in vielen Bereichen noch nicht klar und die Therapie daher immer eine Einzelfallentscheidung des Arztes. Bei Tanja Reiter hat's geholfen. Sie kann den Dampf von Cannabisblüten inhalieren oder Tropfen nehmen, wenn ihre Beine zucken und sie nicht schlafen lassen. Es ist ein neues Leben einfach. Man fühlt sich gleich wesentlich besser, man ist entspannter den ganzen Tag über. Ich bekomme meine Arbeit wieder geregelt. Dank Cannabis muss sie von ihren alten Medikamenten nur noch die Hälfte nehmen und hat keine Nebenwirkungen mehr. Und sie kommt ohne Opiate aus. Die wären zur Ruhigstellung ihrer Beine das letzte Mittel.